seid ihr noch? Macht das Tor auf! Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn. Wo sind die anderen? Williams und der andere Bursche. Matthews. Ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Im Aufzug ist Munition. Shepard und Abbott sollen sie herbringen. Captain Pennington? Keine Zeit. Kein Ausweg. Keine Hoffnung. Kein Weg hinein. Keine Zeit. Einfach keine Zeit. Captain Pennington, Sir. So. Sprechen wir mit Pennington. Mal gucken. Mr. McGrath. Der war ja auch in der ersten Stadt ganz am Anfang mit dem Bürgermeister der Jägerin da bei dem Treffen. Arbeit? Ihr hattet Arbeit. Eine Mission. Uns ein letztes Fünkchen Hoffnung bringen. Unsere Herzen erfreuen, bevor uns der Abgrund verschlingt. Ihr dämlichen Geheimniskrämer wart auch keine Hilfe. Die Sache ist erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr und kaum mehr Zeit. Nun bleibt nur mehr der Abgrund. Nein, da gehe ich nicht runter. Willkommen zum letzten Gefecht, McGrath. Willkommen am Ende. Ich würde noch nicht aufgeben, Captain. Ich habe Helen Priest gefunden und wir haben Vorräte. Beides reine Zeitverschwendung. Nicht ganz. Wir haben ein Leben gerettet. Und mit dem Proviant könnt ihr weitere retten. Zu welchem Zweck? Um ein paar Tage mehr herauszuschinden? Eine Woche vielleicht? Ihr habt niemanden gerettet. Nur die Qual in die Länge gezogen. Die Toten werden kommen. Bald schon umschließen ihre knochigen Finger unsere Kehlen. Das Ende ist unausweichlich. Ist es, wenn ihr nicht handelt? Ihr seid der Befehlshaber. Übernehmt das Kommando. Ihr werdet doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Ihr klingt wie Priest. Sie hat sich verändert. Ihre Rückkehr nach Fort Jericho hat sie leichtsinnig gemacht. Unüberlegt. Streitlustig. Ich glaube, sie hat den Verlust ihres Mannes nicht verkraftet. Die Rückkehr an den Unglücksort hat scheinbar die alte, schwerende Wunde aufgerissen. Sie wird sich bald schon zum Lieutenant gesellen. Wenn unsere Verteidigung schlussendlich zusammenbricht, werden wir alle in der Grube enden. Wie ist die Lage, Captain, Ihrer Einschätzung nach? Keine Veränderung. Die Toten drängen aus den Minen. Wir schießen sie ab und verschaffen uns eine Atempause. Bald darauf beginnt der Ansturm aufs Neue. Der Zeitpunkt unserer Auslöschung rückt näher und näher. Die Toten lassen sich ebenso wenig zurückdrängen wie die Wellen des Meeres. Ihr müsst es wenigstens versuchen. Uns mangelt es an vielem, doch sind wir immer noch am Leben. Warum glaubt ihr, ist das so? Wir kämpfen bis zum Letzten. Wir setzen uns zur Wehr, bis die Vergeltung sich aus dem Abgrund erhebt und uns alle in die Hölle hinabreißt. Dann habt ihr ja was, auf das ihr euch freuen könnt. Ich sehe den Reiz dieser langwierigen Tortur nicht. Wie bedauerlich.
Denn dank euch und der Zeit, die ihr uns verschafft habt, wird unsere Tortur umso langwieriger. Ich würde sagen, euer taktischer Rückzug aus New Eden Town ging nach hinten los. Die Stadt war dem Untergang geweiht. Wir waren uns in allem uneinig. Es blieb nur noch der Rückzug. Wir wussten nicht, dass es kein Entkommen gab. Newsmith nahm die Tapferen und der Gouverneur sandte ihm die Verängstigten. Wir waren von Anfang an uneinig. Ich bin dem Trupp von Newsmith über den Weg gelaufen. Thickskin hat es nicht geschafft. Eine Schande. Sie hatte einen klugen Kopf auf den Schultern. Ohne sie wird der Trupp es schwer haben. Der Gouverneur ist nicht mehr. Sein Sohn hat das Kommando. Sie bauen wieder auf, was sie können. Der kleine Lemmy Haskell? Wirklich? Tja, besser er als sein Vater. Möge der eitle Pfau in Frieden ruhen. Als befehlshabender Offizier müsst ihr doch jeden Winkel dort kennen. Die Ecken und Winkel dürfen bleiben, wie sie sind. Ich habe andere Prioritäten. Warum seid ihr nach New Eden gekommen, Captain? Warum hierher? Weit weg von den zahlreichen Kriegen, die wir führen? Ich habe genug Franzosen erschossen und mehr als genug Indianer. Kam denn sonst niemand mit? Sorgt euch um euch selbst, mein Sohn, nicht um mich. Es ist nur, da hängt ein Bild an der Wand. Eine Familie. Ich hatte einst ein Weib und eine Tochter. Einst. Ich werde euch nicht mit ihrer Geschichte belustigen. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Und wenn ich sie nicht erteile? Versucht ihr, mich anzuwerben, Captain? Glaubt ihr wirklich, ich würde den Schilling des Königs annehmen? Wenn ich euch genug Schilling böte, ganz sicher. Ich brauche keinen neuen Lieutenant. Aber wenn ihr es wünscht, dürft ihr bleiben. Das ist der Schlüssel zum unbenutzten Wachturm. Euer Quartier für die Zeit. Okay. Wir sprechen jetzt nicht darauf an, dass er die Leute hat da in die Mine stecken lassen zum Sterben. Nein, dass er einfach die Lösung ist, dass wir ihn jetzt einfach hops nehmen und dann ist alles schon vorbei. Nee. Auf der einen Seite ein von der Welt geschundener Captain, auf der anderen sein Rivale, meuternd, heimgesucht. In einem von rachsüchtigen Schemen belagerten Fort. Hinter all diesem Dreck steckt etwas anderes, etwas Dunkleres. Okay, hier ist eine Gemeinschaftsschlafraum. Ich weiß nicht, warum die Leute Briefe schreiben. Es gibt keine Briefträger, die irgendwas liefern.
Okay. Wir haben schon für irgendwo hier einen Schlüssel für eine Truhe. Müssen wir die Truhe dafür nur finden. Könnte schlimmer sein. Unterirdisch. In der Höhle. Schauen. Vabana, auf ein Wort? Helen, ist irgendwas? Entschuldigt, dass ich eure wohlverdiente Ruhe störe, aber das kann leider nicht warten. Was dachtet ihr über den Captain? Ich sah einen einsamen Offizier, einen stolzen Mann, dessen Herz versteinert war, vielleicht durch Jahre des Kriegs. Ich sah einen gebrochenen Mann. Den Tyrannen, den ihr beschrieben habt, den sah ich nicht. Tatenlosigkeit ist auch Tyrannei. Er selbst handelt nicht, will aber keinesfalls seinen Posten räumen. Ich will nicht widersprechen, aber der Captain braucht Hilfe. Auch ich war mal Soldat. Kaputt und geplagt. Dank Antheas Hilfe habe ich mich berappelt. Pennington könnte es ähnlich gehen. Überlasst Pennington mir. Ihr kümmert euch um die guten Bürger im Fort. Ihr seid Verbanner. Die Toten hämmern an die Tore, wie ihr sicher wisst. Ich möchte, dass ihr in die Minen geht und herausfindet, was die Geister so erzürnt hat. Nee. Und dass ihr tut, was der Captain verweigert. Warum? Und während wir uns mit Horden aufgebrachter Schemen herumschlagen, was gedenkt ihr zu tun? Sobald die Minen gesäubert sind, gebe ich Pennington den Laufpass. Wo müssen wir hin? Es gibt einen zweiten Tunnel, der in die Minen führt. Während der Quarantäne wurde der Eingang versiegelt. Es wird nicht leicht werden, dorthin zu gelangen. Leichter ist es wahrscheinlich, die Barrikade zu zerstören. Was folgt? Wer weiß. Wieder in den Untergrund. Herrlich. Falls es euch beruhigt, auch ich gehe ein erhebliches Risiko ein. Der Captain sperrt Unliebsame gerne ein und lässt sie verrotten. Vor einigen Jahren hat er eine unschuldige Frau in New Eden Town eingekerkert. Ein Schicksal, das ich nicht teilen möchte. Wie stehen die Dinge mit Sebastian? Ich weiß es nicht. Ich hielt an meiner Trauer fest. Mein Leben war sinnlos. Lea, seine Abwesenheit gab mir Halt. Ich klammerte mich daran. Nutzlos, eigentlich. Mein Gemahl starb in der Finsternis. Nur mein Taschentuch spendete ihm in seinen letzten Momenten noch Trost. Doch nun ist er zurück. Im Leben schenken wir Liebe. Im Tode trauern wir. So ist der Lauf der Dinge. Aber jetzt, ich muss daran glauben, dass unsere Liebe stark genug ist. Liebe erfordert viel Arbeit. Wir sind dazu verdammt, um die verschiedenen Versionen von uns selbst zu trauern. Und um die geliebter Menschen. Ich möchte ihn festhalten und kann nicht. Es ist ein Hohn. Es war beinahe leichter, als er fort war. Alles ist vergänglich. Sehet den Geist, den ihr liebt, dann könnt ihr es nicht leugnen. Auch wenn der Gedanke furchtbar sein mag. Ja, es ist Segen und Fluch zugleich. Und doch bleiben wir hartnäckig. Gegen alle Vernunft. Wir sollten das Beste aus der Zeit machen, die uns bleibt. Wir sollten weiter. Abgemacht. Wenn ihr soweit seid, werdet ihr die Minen erforschen. Nehmt den Seilzug zum Wasserfall beim Außenposten, wo wir uns trafen. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Tunnel. Viel Glück und bleibt wachsam. Okay, nächste Quest.
hatten zwei neue Sachen gefunden. Okay. Abgesehen von den Umständen ist das doch recht romantisch. Sind Horden wütender Schemen etwa nicht nach deinem Geschmack? Mit dir an meiner Seite sind sie das. Könnte ich verzichten. Nicht so romantisch, wie du es dir vorgestellt hattest, ne? Vielleicht sollte ich jetzt um deine Hand anhalten. Versuch's ruhig, dann schneide ich das Seil durch. Dann halt nicht. Also. Weg nochmal, ja? Ist da gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt? Ich hab hier was für dich. Die Aussicht ist wunderschön. Ich wache jeden Morgen neben einer schöneren auf. Wollt ihr mich um den Finger wickeln, werte Dame? Vorsicht, denn euer Plan wird mit Sicherheit aufgehen. Spür einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Also unter uns ist sowas zum Rüberjieten und auch so eine komische... Ähm...
Warum fliegt die Kugel nach rechts weg? Unsichtbare Hitboxen. Irgendwelche dumme, unsichtbare Hitbox. Das ist auf jeden Fall Loot, das heißt, da müsste man irgendwie hinkommen. Ne, da oben ging's nicht, da war eben nur Loot. Hinter den Felsen, glaube ich, oder? Hab ja nichts gesehen, weil es so dunkel war und seine Fackel nicht ordentlich funktioniert. Hier ist überall Felsen. Hier irgendwo rüber. Jumpen? Nö. Das sieht nicht kaputt machbar aus. Da ist auch noch was. Okay, da ist das. Wo ist das da oben? Da irgendwo? Nee, treffe ich alles nicht. Sagt mir da, aber da komme ich doch nicht hin. Ja, werden wir gleich abbrechen müssen und ich muss den Weg suchen. Nee, hier ist ein Tunnel. Wie gesagt, es ist so dunkel, wenn ich direkt an der Wand dran stehe. Ich sehe es nicht. Hier ist ein Tunnel. Was ist hier? Im Verborgenen. Hallo? Es ist doch das Mondsymbol. So, oder nicht? Zu schief, zu weit weg. So. Ich erledige das Herz, du die Wurzeln. Ja, jetzt lass mich erstmal gucken, wo das ist. Warte. Nochmal. Da und da.
Geisterschütze. Jahrelange Übung. Als wenn da hinter uns noch was war. Okay, wir haben es wieder in die Todesminen geschafft. Ich sehe, habt ihr hergefunden. Sebastian, was macht ihr hier? Ja, ist okay, du kannst mit ihm reden. Ich loote nur noch. Auch wenn es nicht einfach sein wird, durch diese düsteren Tunnel zu navigieren, werde ich mein Bestes tun, euch den Weg zu zeigen. Wollt ihr wirklich mitkommen? Ihr müsst nicht. Doch, ich muss. Für Helen. Penningtons Taten sind ungeheuerlich. Euer Tod muss eine schmerzende Wunde sein. Ich bin Soldat. Ich werde für meine Dienste bezahlt. Und der Tod gehört dazu. Einer stirbt, damit viele leben können. Ich habe den Kranken und Sterbenden gedient. Als ich an der Reihe war, war ich bereit. Aber jetzt im Vor... Das ist kein nobles Opfer. Einer stirbt, damit alle anderen ebenfalls sterben. Was werden wir dort unten finden? Den Zorn der Verlassenen. Sie haben ihm vertraut. Er hat sie hintergangen. Er hat sie zurückgelassen. Ich bezweifle, dass sich ihr Zorn besänftigen lässt. Erzählt uns ein wenig mehr über Helen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Meine Gemahlin ist eine starke Frau. Und eine ehrliche Haut. Jeder Tag an ihrer Seite ist ein neuer Segen. Sie ist meine Frau und meine beste Freundin. Ich hatte nie mit jemandem wie ihr gerechnet. Als sie in mein Leben trat, wusste ich, dass ich zu Hause war. Dank ihr wollte ich ein besserer Mensch werden. Ah, das Gefühl kenne ich. Sie gab mir ein Taschentuch. Ich hielt es fest, als sie starb. Es war ein Symbol unserer Liebe. Sie war und ist immer in meinen Gedanken. Und sie ist es nach wie vor. Sie ist meine Welt. Jetzt und für immer. Wir müssen weiterziehen. Bleibt in der Nähe. Okay, dann machen wir weiter im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.